Ein herzliches Grüß Gott von mir, vom Münchner Kindl. Als einst, vor über 500 Jahren, ein Städtchen unser München war, da kam die Pest als grimmer Gast und raffte wohl ein Drittel fast der braven Bürgerschar dahin. So steht es in der Chronik drin. Die ganze Stadt war öd und leer, es stockten Handel und Verkehr. Es blieb ein jeder still zu Haus und Trauer war und Not und Graus. Da brach die wackre Schäfflerzunft die Leute wieder zur Vernunft. Denn junge Burschen, frisch und keck, die noch das Herz am rechten Fleck, die zogen da mit Fass und Kranz von ihrer Herberg aus zum Tanz. Dass sie's getan, das war wohl gut. Die Bürger fassten neuen Mut und überwanden Sorg und Not, die ihnen brach der schwarze Tod. Der schöne Brauch vom alten Schlag, ein Sinnbild ist für unsere Tag. Wie traf die Pest die Stadt so hart, wie eng war Not und Leid gepaart und wie hat Mut und frische Kraft an ihrem Aufbau schon geschafft. So grüßen wir den alten Brauch, der heute noch geübt wird auch und den uns alle 7 Jahr aufs Neue zeigt, die Schäfflerschar. Mög ihre Kunst noch lange blühen und wie aus Buchs die Kränzlein grün, verwelken nicht. In ernster Zeit schenkt sie uns frohe Heiterkeit. Dass abermals die Pest so schnell entfacht, das hätte sich kaum einer gedacht. Trotz Hygiene und Sauberkeit machte sich Corona weltweit breit. Mein Prolog ist aktuell, damals wie heute. Und meine Aufgabe ist es nun, die Angst zu nehmen aller Leute. Deshalb tanzen die Schäffler, wie es früher war, in München auf den Straßen, auch in diesem Jahr. Der Brauch wird weiterhin bestehen und wir werden uns 2026 sicher wiedersehen. Ich hab's schon, wo die Dinger. Ja.
haben aber gespannt. Tanz oder ein Pin. Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, hochverehrte Gäste aus nah und fern, ich darf euch im Namen des Fachvereins der Schäffler Münchens und der Original Münchner Schäffler-Tanzgruppe von 2019 hier im Tal vor den Herrschaftszeiten bei herrlichstem Schäffler-Tanzwetter recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz besonders herzlich begrüße ich die Vertreter des neuen Vereins Bier und Wir, an Armin Gastel, an Kossi und an Mitja, die uns heute für euch alle hier vor dem Herrschaftszeiten zum Tanz eingeladen und gestellt haben. Kommt schon wieder die Antifa. Zusätzlich freuen wir uns natürlich unglaublich, dass wir eine neue Wirtschaft im Tal haben, und zwar mit dem Kossi und mit dem Mitja, die als Herrschaftszeiten mit noch zwei weiteren, einer Wirtin und einem zusätzlichen Wirt noch, jetzt im Sinne des Palanas eröffnet haben und da zukunftsweisend vorangegangen sind. Euch für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Spaß bei der Arbeit und immer glückliche Hand. Der Fachverein der Schäffler Münchens hat sich nach zweijähriger Corona-Pandemie und fast Stillstand im Feiern dazu entschieden, dass wir jetzt mit der Kurztanz-Saison im Endeffekt, wie es uns unsere Vorfahren schon aufgetragen haben, wieder Freude und Zuversicht und ein bisschen Hoffnung und Spaß in die Bevölkerung bringen können. Und wenn ich da jetzt so in die Runde schaue und ich die lachenden Gesichter sehen darf, glaube ich, habe ich es nicht ganz verkehrt gemacht. Herzliches Vergelt's Gott dafür. Und das Schöne ist einfach in Bayern, egal wo es weitergeht, wir halten zusammen und wir haben viel Spaß miteinander und wir schauen auf die anderen auch noch mit dazu. Und daraufhin wünsche ich euch, dass ihr alle gesund bleibt und darauf ein dreifaches Hoch, Hoch, Hoch! Ja, wer seid ihr jetzt? Ihr habt ja ganz gut gespielt. Woher kommt ihr? Wir sind die Holidar Randstadthusler.
Wir sind unter dem Jahr 5 bis 6 Leute und speziell für die Schaffler sind wir 10 bis 12 Leute und wir sind mit Herzensblut dabei. Ich habe das nicht nachgezählt, aber ich glaube, das sind mehr als 12 Leute, wenn ich die alle anschaue. Jetzt, gerade im Moment, haben uns die Truderinger unterstützt. Der Musikverein aus Trudering, der ist dazugekommen, weil das der Patenverein von den Schaffler ist. Und darauf sind wir stolz. Falls ein paar in Ohnmacht fallen von euch, ganz sind einfach genau. Sehr viele Leute. Ja, ganz genau. Ja, super. Merci.